Was meinen wir eigentlich, wenn wir Europa sagen? Eigentlich ist das geklärt. Alle Mitgliedstaaten haben mal unterschrieben, und zwar völlig freiwillig, als sie beigetreten sind, dass sie eine immer engere Union bilden wollen, die auch politisch gemeinsam agiert. Und eigentlich müsste man da mal die Gretchenfrage stellen. Was steht ihr eigentlich noch zu dem, was ihr damals unterschrieben habt oder nicht? Also ich denke schon, dass auf Europa eine immer größere Verantwortung zukommt. Und das wird natürlich verstärkt auch durch die Erwartungshaltung der neuen US-Administration an Europa. Ich glaube, in allererster Linie muss Europa sich seines Gewichts erstmal bewusst werden. Ich glaube, das ist etwas, was aufgrund der oft Gespaltenheit Europas vielen Staaten, vielen Regierungen noch nicht wirklich bewusst ist. Dieser gemeinsame europäische Ansatz verlangt halt eine gemeinsame europäische Identität und ein gemeinsames europäisches Bewusstsein. Miteinander in die Zukunft gehen zu wollen, das ist ein ganz, ganz positives Werk, das die Gründerväter auf den Weg gebracht haben und das wir heute genießen dürfen. Heute Abend fand ich das also toll. Das war eine sehr gute Diskussion über unsere Verantwortung und wie wir irgendwie eine Bilanz finden zwischen Sicherheit und Stabilität. Ich glaube, es war eine sehr interessante Diskussion. Wir hatten ein sehr gutes Podium, wir hatten ein sehr gutes Eingangsreferat, das auch einige provokante Thesen beinhaltet hat und die wurden von unseren Gästen sehr engagiert aufgenommen. Ich glaube, es war wichtig, dass wir nicht so eine einheitliche Meinung auf dem Podium vertreten. Hatten. Für mich war jetzt ganz besonders spannend, dass man sich getraut hat, ein bisschen an der Oberfläche zu kratzen, ja? Nachdenklich zu machen und auch zu zeigen, wie ernsthaft im Grunde manche Themen heutzutage diskutiert werden müssen. Das fand ich jetzt ehrlich gesagt ziemlich bemerkenswert, aber sehr, sehr toll auch. Sehr viel interessante Gedankengut heute mitgenommen, ja. Europa ist in der Welt wichtig, weil wenn wir aufgehen in lauter Nationalstaaten, dann marginalisieren wir uns selber, dann spielen wir keine Rolle mehr. Und Europa hat einen Auftrag, auch für den Weltfrieden mitzusorgen. Und das ist eine große und wichtige Aufgabe, die wir nur gemeinsam meistern können.